Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video mit eurem Corona Staff. Heute geht es mal wieder um eine Art Tutorial und zwar hatte ich das in entfernter Vergangenheit, denke ich, auch schon angekündigt, dass ich mein Video machen möchte zum Thema Recherche, da wir ja hier in der Community sind, die viel von historischen Quellen abhängig ist, also was beispielsweise irgendwelche Bilder betrifft oder Deckspläne betrifft und so weiter. Da brauchen wir einfach, wenn wir zumindest was nachbauen wollen, natürlich so ein paar Sachen. Und die muss man natürlich auch erstmal irgendwo finden. Die fliegen nicht einfach ins Haus. Und deswegen wollte ich heute mal so ein paar Praxistipps und mögliche Quellen angeben, die euch da ein bisschen helfen können. Und natürlich ist es erstmal natürlich nicht leicht. Es ist manchmal etwas kompliziert. Es kommt doch immer sehr drauf an, was man sucht, in welcher Qualität man das auch gerne hätte und so weiter. Also da sind ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen, die letztendlich unsere historische Recherche beeinflussen. Zunächst sollte ich aber, da wir hauptsächlich online recherchieren, natürlich was über die boolschen Operatoren sagen. Und zwar brauchen wir die natürlich erstmal, um unsere Suchanfrage im Internet zu spezifizieren. Also um genau das möglichst zu kriegen, was wir auch haben wollen. Und da gibt es folgende, ja, Begriffe möchte ich fast schon sagen, folgende Operatoren, die eigentlich aus der Informatik kommen, die wir aber gut nutzen können. Und diese schränken sozusagen unsere Suche online ein. Zum einen haben wir den boolschen Operator OR. Das ist quasi das englische Wort für oder und wird natürlich auch hier, wie ihr seht, groß geschrieben. Und wenn ihr zwei Suchbegriffe habt, die ihr irgendwo eingibt und ihr macht ein OR dazwischen, dann werdet ihr Ergebnisse bekommen, die entweder dem einen Suchbegriff entsprechen oder dem anderen oder beiden. Ja, aber auf jeden Fall einer der beiden Suchbegriffe sollte dabei sein. Problem, wenn wir natürlich jetzt irgendeinen Schiffsdecksplan suchen, zum Beispiel Lusitania-Deckplan, und wir geben Lusitania or Deckplan ein, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir entweder Sachen mit einer Lusitania bekommen oder irgendwas mit Deckplänen. Also ihr seht schon, or ist jetzt für sowas vielleicht nicht so gut geeignet. Aber vielleicht findet ihr trotzdem irgendwo eine Verwendung für diesen Operator. Was sich für uns jetzt schon wesentlich besser eignet, ist der Operator AND. Auch groß geschrieben, in komplett Großbuchstaben. Das ist bei diesen Operatoren, soweit ich das gesehen habe, relativ wichtig. Und das ist natürlich das englische Wort für und. Und ihr könnt euch auch schon denken, was da die Konsequenz ist, wenn ihr Suchbegriffe mit AND verbindet. Dann bekommt ihr nämlich Ergebnisse, die den ersten Suchbegriff beinhalten und den zweiten und vielleicht noch einen dritten. Also ihr könnt auch mehrere Operatoren nacheinander verwenden. Sowohl OR als auch AND können mehrmals nacheinander verwendet werden. Na, also zum Beispiel Lusitania, AND Deckplan, AND Cunard, AND irgendwas. Das könnt ihr so lange spinnen, wie ihr wollt. Genauso mit OR. Mehrere Suchbegriffe einfach verbinden. Und wenn wir zum Beispiel eingeben, dass ja, diese Kombination Lusitania, AND Deckplan, dann sollten wir auch einen Lusitania-Deckplan finden. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, auch mit anderen Beispielen. Teilweise funktioniert das auf zum Beispiel Google. Das ist jetzt die bekannteste Suchmaschine, die uns allen einfallen sollte. Teilweise funktioniert das auch weniger gut. Es kommt auch echt drauf an, was ihr sucht und wie da die Faktenlage im Internet so ist, wie viele Quellen es da tatsächlich gibt. Manchmal sind auch bei bestimmten Quellen einfach ganz bestimmte Tags, die dann ein bisschen irreführend sind, die vielleicht dann trotzdem noch irgendwas mit reindroppen in eure Suchanfrage oder in eure Ergebnisse, was ihr eigentlich nicht mit drin haben wolltet oder was euch nicht ganz zufrieden stellt. Also da gibt es natürlich keine Garantie, aber ich denke mal, wenn man schon auf der Suche ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal ja, eine Art und Weise ranzugehen, die ein Versuch wert ist. Und ich denke mal, auch so lange dauert es dann nicht und es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, das mal zu probieren. Dann gibt es noch einen weiteren Operator, nämlich NOT, zu Deutsch nicht, NOT, großgeschrieben natürlich. Das sollte eigentlich Suchbegriffe so miteinander verbinden, dass der erste gesucht wird und der zweite Suchbegriff oder auch dritter, vierter und so weiter, je nachdem wie viele ihr hinschreibt, die sollten dann quasi ausgeblendet werden. Die sollten nicht mit dabei sein. Also zum Beispiel Lusitania, not Titanic, not Olympic, not France, was weiß ich. Na, dass also nur Lusitania-Quellen in dieser Art und Weise dann auftauchen und France, Olympic oder Titanic dann durch Not ausgeschlossen werden.
dass ihr also da nichts kriegt. Oder wenn ihr auch spezielle Güter an Quellen haben wollt. Ihr wollt jetzt nicht irgendwelche komischen Quellen von irgendwelchen Virtual Sailor Schiffen haben. Oder das Minecraft, das bringt euch nichts für eure Recherche. Dann schreibt ihr einfach Lusitania, not Minecraft, not Virtual Sailor. Und dann solltet ihr auch eigentlich keine Minecraft oder Virtual Sailor Sachen mehr bekommen. Ich habe das vorhin ausprobiert. Es passiert trotzdem. Deswegen habe ich mich dann auf die zweitbeste Möglichkeit eingelassen, etwas auszuschließen, und zwar mit einem Minus. Das heißt, man schreibt nicht not, sondern man schreibt ein Minus direkt ohne Leertaste auch zum Suchbegriff. Also Lusitania, Minus ohne Leertaste, Suchbegriff. Zum Beispiel Minecraft. Leertaste und dann wieder ein Minus und dann keine Leertaste und dann sofort ein Suchbegriff an das Minus dran. Virtual Sailor. Ja, oder Wreck, wenn ihr keine Wrackbilder haben wollt. Solche Sachen sind auf jeden Fall ganz nett, um die Suchanfrage zu spezifizieren und die Ergebnisse, die ihr kriegt, einzuschränken. Denn im Internet gibt es halt sehr viele Sachen. Und ich denke mal, wenn man was recherchiert, dann möchte man auch was haben, was einen weiterbringt und was einem wirklich auch, ja, Fragen beantwortet letztendlich. Und nicht, was noch mehr Fragen aufwirft und einen nur ablenkt. Wenn ihr also mit diesen Boolschen Operatoren arbeitet, denke ich, habt ihr schon mal relativ gute Karten, mehr das zu kriegen, was ihr euch wünscht. Diese Operatoren sollten prinzipiell in sämtlichen Datenbanken und Suchmaschinen funktionieren, die es gibt. Gibt keine Garantie dafür. Ja, ich habe die ganzen Sachen ja nicht programmiert. In der Regel sollte es so sein, dass das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. So, dann kommen wir auch zu möglichen Quellen. Jetzt, da wir uns ein bisschen gestählt haben, was Suchanfragen betrifft. Und zwar, wo liegen denn überhaupt solche Bilder oder Deckpläne oder sonst irgendwas? Nun, zum einen muss ich hier an dieser Stelle Google erwähnen, obwohl es sehr trivial klingt, aber man muss es tatsächlich erwähnen, da es in der Vergangenheit auch schon vorkam, dass sich Leute gerne auch von uns Deckpläne gewünscht hatten und auch beteuert hatten, dass sie nach Gedeih und Verderb keine gefunden haben, wir aber dann kurz mal bei Google gesucht haben und schwupps, da war der Deckplan. So leicht kann es manchmal sein. Also man sollte Google da schon ein bisschen was zutrauen, auch wenn man zum Beispiel jetzt die Boolschen Operatoren verwendet. Da kann man manchmal schon gute entweder Pläne oder auch nützliche Hinweise finden, die einen dann zu so einem Deckplan führen können. Ja, also Suchmaschinen generell in Kombination vielleicht mit den Boolschen Operatoren, das ist schon mal gute Recherche, eine gute Vorauswahl, wo man dann auch auf Websites möglicherweise kommt, die einen dann zum Ziel führen. Da gibt es auch nicht nur Google, da gibt es zum Beispiel ja auch Yahoo, es gibt auch Bing oder auch deutsche Anbieter wie Ecosia, aber da gibt es auch eine ganze Wikipedia-Liste. Wenn ihr mal Suchmaschinen googelt, dann werdet ihr auf Wikipedia eine Liste finden mit allen möglichen Suchmaschinen. Es kann sein, dass die Suchmaschinen sich in ihrer Trefferzahl und ihrer Treffergüte unterscheiden. Wenn ihr merkt, dass immer das gleiche Zeug rauskommt, unabhängig von der Suchmaschine, dann müsst ihr es nicht weiter probieren. Aber es kann eben manchmal auch sein, dass die Ergebnisgüte ein bisschen anders ist. Und deshalb finde ich, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert, wenigstens mal mehrere Suchmaschinen auszuprobieren. Vielleicht 3, 4, 5, sowas um den Dreh rum. Jetzt nicht 20 Suchmaschinen ausprobieren. Also das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Es sei denn, ihr strukturiert eure Auswahl nach Land. Na, also Ecosia, hatte ich schon gesagt, ist eine deutsche Suchmaschine. Google, amerikanischer Großkonzern. Vielleicht findet ihr noch andere Suchmaschinen. Ja, vielleicht auch mal was Russisches. Ja. Wobei russische Schrift jetzt nicht unbedingt auch hier mit unserer Tastatur leicht zu handeln ist. Also das ist dann schon eine ganz andere Klasse, Russisch zu recherchieren. Wobei man sagen muss, dass die auch immer ganz nette Sachen haben. Also wer Russisch kann, wer das Lesen verstehen kann, vielleicht selber halb Russisch ist, der kann da vielleicht auch einige Vorteile für sich erwirtschaften. Gut, was ist die nächste Möglichkeit? Wenn wir dann eine Vorauswahl auf Google getroffen haben, vielleicht haben wir schon ein paar nette Sachen gefunden. Immer gut bedient ist man auch in Literaturverzeichnissen. Ja? Literaturverzeichnisse sind eigentlich immer ganz gut und ich meine vor allem das Literaturverzeichnis von Wikipedia, weil irgendwoher müssen die zu ihren Artikeln, die sie zum Thema bestimmter Schiffe verfassen, ja auch die Quellen haben. Und von daher lohnt es sich sicherlich auch mal in dieses Verzeichnis reinzugucken und zu gucken, woher hat der Artikel von Wikipedia denn eigentlich die Informationen. Und vielleicht sind da auch ein paar nette Websites dabei und nicht nur irgendwelche schriftlichen Quellen. Und dann könnte man diese Spur weiterverfolgen.
Selbiges gilt auch für andere Seiten, die irgendwo kompakte Zusammenfassungen anbieten oder irgendwas in der ähnlichen Art. Die müssen sich ja auch auf irgendwelche Quellen beziehen. Und das ist auf jeden Fall auch immer ein guter Berater, sich dann solche Quellen mal anzusehen. Nächster Punkt, ganz wichtiger Punkt, und ich kann die Wichtigkeit gar nicht genug betonen, sind die sogenannten sozialen Netzwerke. Man möchte es doch nicht meinen, aber aus einstigen Chatkanälen und Seiten, auf denen nur Nonsens gepostet wurde, wie zum Beispiel Facebook, da sind tatsächlich auch manchmal ziemlich verlässliche und gute Quellen für historische, ja, Sachen, für historische Bilder, historische Pläne etc. geworden. Also Facebook habe ich schon erwähnt. Ich meine, ihr wisst, denke ich mal, alle, was soziale Netzwerke sind, ne? Jetzt die Jüngeren auf jeden Fall. Das ältere Publikum, das hier gerade vielleicht zusieht, man darf das immer nicht unterschätzen. Facebook ist nicht das einzige soziale Netzwerk, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Instagram wäre noch zu nennen. Was auch immer ganz nett ist, ist Pinterest. Da habe ich zum Beispiel eine ganze Menge nette Bilder für meine France gefunden, auch in Farbe, die mir dann weitergeholfen haben bei der Einrichtung des Interieurs. Und das ist auf jeden Fall auch mal eine Adresse, wo man zumindest mal eine Viertel bis eine halbe Stunde verbringen sollte, wenn man ein Schiff baut, nachbaut. Und hier auch natürlich wieder seid ihr ganz herzlich dazu angehalten, Bursche Operatoren auszuprobieren. Ich bin mir nicht sicher, wie das bei Facebook und bei Instagram sein wird, ob die so funktionieren wie Suchmaschinen mit diesen Operatoren. Man kann es ja mal ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann ist auch nicht so schlimm. Oder Pinterest sollte aber auf jeden Fall sollte einigermaßen gehen, meine ich. Weil es ja kein klassisches soziales Netzwerk ist, sondern eher so eine Art Bilderverwaltung. Aber bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das ist alles wirklich mal experimentell für euch zu Hause. Wenn ihr da mal ein bisschen Zeit und Lust habt, könnt ihr da überall mal vorbeischauen und das mal ausprobieren. Was natürlich auch relevant ist, das kann man sich fast denken, sind Archive. Da kann ich euch jetzt auch keine Tipps geben. Ich selbst war noch in keinem Archiv. Es gibt eine ganze Menge Archive auf der ganzen Welt, sowohl im deutschsprachigen als auch im europäischen als auch im amerikanischen Raum. Teilweise hängen diese Archive an Universitäten mit dran. Und natürlich ist das auch immer eine Idee, die man haben sollte. Und das ist eine Adresse, an die man sich wenden sollte, wenn man irgendwas spezifisch sucht. Da sollte man aber auch schon wirklich wissen, was genau man sucht. Man kann natürlich zu diesen Archiven hingehen, theoretisch, und dort mal nachfragen. Es gibt in der Regel auch einen Kontakt dieser Archive, also es gibt E-Mails, es gibt Telefonnummern. Man kann dort anrufen, beziehungsweise auch einfach mal eine Mail hinschreiben und anfragen, was die haben, etc. oder was die bereit sind rauszugeben. Es gibt teilweise auch deutsche Archive, von denen ich gehört habe, die auch einiges haben, aber es wird dann teilweise auch kostenpflichtig und zwar nicht zu knapp. Also es gibt Archive, die wirklich für horrend hohe Summen da Sachen rausgeben, weil die da auch Abdrucke machen oder einfach nur PDFs scannen und aber trotzdem ziemlich viel Geld verlangen. Naja, ne? Also da müsst ihr einfach mal ein bisschen recherchieren, welche Archive da relevant sind. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so hundertprozentig aus, weil ich bei uns in unserer Arbeitsgruppe hier auch nicht die Recherche mache in der Regel. Ich mache ziemlich oberflächliche Recherche. Das, was ich mache, haben wir eigentlich bis jetzt schon besprochen. Und den Rest macht eigentlich Robin. Oder auch andere, die das dann irgendwie zufällig mal finden und mir dann natürlich auch irgendwas rantragen, wenn die merken, dass da in den Archiven oder sonstigen Quellen irgendwas für mich dabei ist, was gerade für mich relevant ist. Dann geben die das dann nicht weiter, aber sonst habe ich mit Archiven noch nicht viel Erfahrung. Und deswegen wäre das was, was ihr halt ausprobieren müsstet. Gut, und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn wir jetzt schon über Archive reden und Universitäten, dann sind auch die Bibliotheken nicht weit. Es gibt in Bibliotheken, auch in Unibibliotheken, manchmal sehr interessante Sachen. Ich habe zum Beispiel aus der Unibibliothek der Universität in Jena, da wo ich ja studiere, auch mal einen sehr interessanten, hochdetaillierten Deutschland-Deckplan rausgeholt, den ich Drash an die Hand gegeben habe für seine Deutschland. Und das hatte ich halt einfach aus so einer alten Ingenieurszeitschrift. Das ist jetzt keine Zeitschrift für die Bravo oder der Spiegel oder die Bild der Frau. Ja? Das ist schon, also Zeitschrift ist ein sehr dehnbarer Begriff bei diesem Schinken, den man da ausgehändigt bekommt. Diese Dinger sind teilweise auch sehr alt. Das sind große Bücher, große Sammlungen von damaligen ingenieurstechnischen Leistungen um 1900 herum, teilweise vorher, teilweise nachher. Es gibt verschiedene Ausgaben aus verschiedenen Jahren und da gibt es auf jeden Fall auch in anderen Bibliotheken, denke ich mal, na, wenn ihr aus einer anderen Stadt kommt, gibt es da bestimmt auch nette Sachen. Also einfach da mal ein bisschen sich erkundigen, was haben denn die auf Lager? Was könnte denn da relevant sein? Und die Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure ist halt damals einfach
State of the Art gewesen. Da kriegt man einfach sehr viele Sachen. Und da habe ich halt hinten dann auch in der Anlage dieses alten Buches so einen riesigen Deutschlandplan ausgegraben, den ich dann da ausbreiten und abfotografieren konnte. So kann es halt laufen, ne? Und da sollte man dann auf jeden Fall auch mal den einen oder anderen Tag zubringen, und das ist auch eine interessante Erfahrung, sich mal mit solchen Quellen zu beschäftigen. Also wenn ihr mal in einer größeren Stadt unterwegs seid oder wenn ihr vielleicht sogar da wohnt, ne? Es gibt ja genug davon, es gibt ja auch genügend Universitätsstädte. Dann einfach mal gucken, dass ihr vielleicht euch so eine Art Büchereiausweis oder sowas holt oder dort mal vorbeischaut. Vielleicht haben die auch irgendwo eine Art, ja, PC-Suchanfrage, die ihr dann machen könnt, wo ihr einfach das Archiv mal angucken könnt, was die da so haben. Und vielleicht ist ja was für euch dabei. Und wenn nicht, dann nicht, dann müsst ihr gucken, ob es von anderen Bibliotheken vielleicht Online-Portale gibt und ob die euch irgendwelche Scans oder so machen können. Also da muss man sich dann schon sehr engagieren. Was natürlich aber auch noch erwähnt werden soll, da wir gerade bei Büchereien und Bibliotheken sind, sind natürlich Bücher. Und da meine ich teilweise auch den Handel auf Amazon. Ist natürlich immer nicht so freundlich, den Großhandel da immer zu unterstützen. Eher sollte man die kleinen Büchereien in Einzelhandel unterstützen. Aber wenn ihr in so eine kleine Bücherei geht und das keine Fachbücherei ist, also, und wenn es nur der Thaliaff oder der Hugendubel vor Ort ist, ja, die werden da kaum Sachen haben, die ihr brauchen könnt. Also, und bevor die da irgendwas rumrecherchieren und das Zeug nicht finden oder nicht rankriegen, ist es dann immer ganz gut, wenigstens auf Amazon sich mal zu erkundigen, was denn aktuell auf dem Markt ist. Da gibt es dann auch super Sachen zu manchen Schiffen im Spezifischen. Da muss man natürlich spezifische Wünsche haben. Also wenn man zum Beispiel sich für die Queen Mary 2 interessiert, dann gibt es da auf jeden Fall einige Bücher, die einem weiterhelfen können. Auch technische Bücher. Es gibt auch zum Thema Titanic natürlich eine haufenweise Bücher. Es gibt Tonnen von Büchern. Zum Thema Olympic genauso, Mauretania Lusitania, auch modernere Schiffe. Also da gibt es schon einiges, aber da muss man dann halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Quellen sind nicht immer umsonst, es ist immer schön, wenn es so ist, aber sie sind eben nicht immer umsonst. Was natürlich auch immer eine Adresse ist, die man mal ansteuern kann, wenn es schon um Geld geht und wenn man auch bereit ist, ein bisschen was auszugeben, ist nicht nur Amazon, um dort was einzukaufen, sondern manchmal gibt es auch auf eBay ganz nette Sachen. Da gibt es nicht nur Bücher, da gibt es auch zum Teil Antiquitäten, wenn ihr da interessiert seid, aber es gibt eben auch Privatleute, die dort was verkaufen oder die auch manchmal vielleicht einen Passagierplan oder irgendeinen Deckplan übrig haben zu irgendeinem Schiff. Also eBay ist auf jeden Fall auch mal dann eine Seite, die man ansteuern kann, wenn man was sucht. Vielleicht gibt es dort gerade ein Angebot, das man sich kaufen kann oder zudem genügend Fotografien, Screenshots existieren in einer genügend hohen Auflösung, sodass man damit zurechtkommt. Dann holt man sich einfach die Screenshots quasi, ist ein bisschen arschig, ne? Und kann damit arbeiten halbwegs. Sowas ist schon vorgekommen. Und auf jeden Fall auch immer ein Versuch wert, wobei es natürlich dann auch sehr saisonsabhängig ist, ob gerade jemand was anbietet oder ob jemand gerade eben etwas Bestimmtes nicht anbietet. Also das ist sehr angebotsabhängig, deswegen muss man da auch öfter vorbeischauen. Da muss man schon ein bisschen passioniert sein. Und dazu komme ich also auch schon zum letzten Punkt, den ich ansprechen wollte. Ihr müsst eine Menge Ausdauer mitbringen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, dass man morgens aufsteht und sagt, boah, heute baue ich mal eine Mauretania. Und dann recherchiert man 5 Minuten und dann hat man alles. Das geht so nicht. Das ist ein wissenschaftliches Thema. Wir sind hier nicht der lustige Häkelverein von um die Ecke, sondern das ist anspruchsvoll, was hier gemacht wird, wenn man sich ernst nimmt, wenn man seine Arbeit ernst nimmt und wenn man wirklich ein gutes Ergebnis erzielen will. Also ein Ergebnis, das möglichst gut ist nach aktuellstem Stand der Technik und der Recherchemöglichkeiten. Und da braucht man schon. Und manche Quellen tauchen auch erst später auf, die findet man nicht gleich. Und dann ärgert man sich, aber dann, naja, geht es halt nicht anders. Da muss man schon eine ganze Menge Ausdauer und Sitzfleisch mitbringen. Ich kann mir vorstellen und ich weiß es auch, dass Robin, was historische Recherche betrifft, nichts anderes macht, habe ich manchmal das Gefühl, als durchs Internet zu segeln und Sachen auszugraben. Und da gibt es immer mal wieder was. Ich habe jeden Tag hier so ein Feed in unserem Chat von Sachen, die der irgendwo findet. Das ist nicht immer relevantes Zeug, aber halt, na, in der Regel schon. Und das ist einfach nicht so einfach. Also man muss schon ordentlich Arbeit und Zeit investieren, um in diesem Thema voranzukommen. Das ist nicht in 5 Minuten geschafft und auch nicht an einem Tag und manchmal auch gar nicht in einer Woche. Da muss man immer wieder gucken, jeden einzelnen Punkt, den ich hier angesprochen habe, abarbeiten bis zum letzten Zentimeter. Ja, Google komplett abarbeiten. Andere Suchmaschinen, Yahoo, Ecosia, irgendwas, ja, abarbeiten.
dann Literaturverzeichnisse von sämtlichen Seiten, die irgendwas zu den Schiffen haben. Irgendwelche interessanten Links auch mal verfolgen. Manchmal gibt es auch Websites zu den Schiffen generell. Ja, da kann man auch manchmal nette Sachen finden. Soziale Netzwerke abgrasen. Bei Archiven sich erkundigen. Dann findet man auch aber Sachen. Also es ist so, dass man dann auch irgendwann mal fündig wird in der Regel. Man muss nur tief genug graben und manchmal halt leider Geld in die Hand nehmen, um dann die Sachen einzukaufen. Ist nicht immer lustig, aber immer öfter, ja. Ich habe hier auch schon Geld in die Hand genommen und das ist nicht so knapp. Ich glaube, meine Queen Mary 2 damals, die kennen die meisten von euch, ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da habe ich eine Menge Literatur eingekauft. Ich glaube, die hat einen Einkaufspreis, was Literatur betrifft, für dieses Projekt, von 150 Euro. Also dreistellige Beträge können da durchaus fällig werden. Mehrere Bücher. Titanic hat mich natürlich auch einiges gekostet. Auch dort Fachliteratur. Das sind, glaube ich, noch unter 100 Euro, weil man auch viel im Internet findet. Aber auch zu anderen Sachen. Ich habe mir auch hier mal irgendwie so einen Konzeptplan von Harland and Wolff geholt, von der Titanic Historical Society. Die bieten auch ab und zu so Sachen an. Könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ja, da habe ich, glaube ich, 40 Dollar gezahlt oder sowas. Oder Pfund. Ich weiß gar nicht, was das berechnet wurde. Ich habe auch mal für Robin Adriatic Deckplan eingekauft, der irgendwie bei so einer Zeitschrift dabei war. Und da habe ich damals auch irgendwie 15 Dollar gezahlt. Also man nimmt Geld in die Hand, manchmal. Na, man versucht es zu vermeiden, wenn es manchmal nicht anders geht und man unbedingt ein Projekt umsetzen will, dann nimmt man das Geld in die Hand. Gut, soweit erstmal dazu. Ich denke, ich konnte euch heute ein paar Tipps geben, ein paar nützliche Hinweise, wie ihr eure Recherche aufbauen könnt. Und ja, ich habe eigentlich auch gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ab und zu für Leute, die auf unserem Discord sind, da gibt es ja auch einen Deckplan und historische Quellen-Channel. Da kann man auch ab und zu mal reingucken. Da gibt es auch schon einiges, was auch teilweise Mitglieder des Discords da drin gepostet haben. Teilweise auch ich gepostet habe. Und das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich möchte euch auch vorwarnen, es gibt nicht zu jedem Schiff, das ihr sucht, immer unbedingt einen ultimativen Full-Arrangement-Plan, wo alles eingezeichnet ist. Manche Quellen sind einfach etwas mau, aber es geht nicht anders, da gibt es halt einfach nicht mehr. Nicht jeder Plan ist ein Titanic-Plan. Nicht jeder Plan ist optimal. Manchmal muss man mit sehr zerfledderten, in Stücken vorhandenen Plänen arbeiten, mit verschiedenen Plänen vielleicht sogar. Das ist keine leichte Arbeit, die wir hier machen. Aber ja, das ist halt einfach das Business. Gut, ich denke mal, damit habe ich genügend Informationen gegeben. Falls noch irgendwelche Fragen sein sollen, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, Leute.